Ave Bürger Roms. Zuletzt, in der letzten Rede, habe ich euch gezeigt, was für Probleme vor uns stehen, welche Probleme uns der geehrte Konsul Corny hinterlassen hat. Und ja, habe da viele Dinge angesprochen, die nicht gut sind, die eine Herausforderung sind. Aber ich habe noch keine konkreten Lösungen genannt. Das möchte ich in dieser Rede nun nachholen. Aber nur als kleiner Hinweis, ich habe diese Rede jetzt schon am Sonntag vorbereitet. Das heißt, ich habe mir hier selbst meine Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, wann genau die Rede erscheinen wird. Nur, dass ihr dann wisst, dass das schon vorbereitet war und sozusagen auf nichts, was vorher käme, von anderer Seite reagieren könnte. So, ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie wir diese riesige Problematik lösen können, dass wir eigentlich einen Vier-Fronten-Krieg haben mit der riesigen Sklavenarmee, mit der Piratenarmee, mit Karthago und mit Syrakus. Wie ich schon sagte, wir brauchen innere Stabilität. Wir müssen schnell sein. Ja, die Freunde aus Syrakus sind keine Freunde mehr, dafür hat Konsul Corny gesorgt. Da haben wir jetzt auch keine Chance mehr, da macht es jetzt auch keinen Sinn mehr, Frieden zu machen. Jetzt sollten wir hier angreifen und sollten uns den Rest von Sizilien schnappen. Und zwar eher schneller als zu langsam. Deswegen verspreche ich, wenn ihr mich wählt, wird Lilibion auf jeden Fall erobert werden und ganz Sizilien und somit ganz Magna Graecia unser werden. Und ich möchte dann ebenfalls das Ganze unter Kontrolle bringen, möchte hier wieder für bessere öffentliche Ordnung sorgen. Es wird kurzfristig eine Verschlechterung der öffentlichen Ordnung geben. Das liegt daran, wenn dann Lilibion erobert wird. Aber langfristig will ich die öffentliche Ordnung in meiner Amtszeit in ganz Magna Graecia verbessern. Etwas, was bisher von den bisherigen Konsuln, Corny, nicht geschafft wurde. Mein direkter Plan ist es mit dieser Armee, der Legio 1, nach Lilibion zu marschieren. Gleichzeitig wird diese Flotte hier die Flotte von Syrakus angreifen und hoffentlich vernichten und danach hier herumfahren und gleichzeitig mit unserer Armee dann zusammen Lilibion belagern und hoffentlich erobern. So ist der Plan, um hier Sizilien zu sichern. Gleichzeitig werde ich mein ganzes diplomatisches Geschick nutzen, um eine List anzubringen, und zwar eine List an Karthago. Mein Ziel ist es immer noch, Karthago langfristig vollkommen zu zerstören, sodass Rom der Herrscher des Mittelmeeres wird. Aber ihr wisst, wir haben innere Probleme, Stabilitätsprobleme, und auch der Norden, da komme ich später noch dazu, wird sicherlich eine Gefahr werden für die Zukunft. Aber ich möchte weiterhin Karthago schwächen. Und meine List ist die folgende. Ich möchte versuchen, durch mein diplomatisches Geschick einen kurzzeitigen Frieden mit Karthago zu erreichen. Ich bin mir sicher, diese Armee hier von Karthago, die wird nach Caralis fahren. Bei Jupiter, da bin ich mir sicher. Die werden sich hier einmauern, dann haben wir sowieso keine Chance mit einer Armee von 16 Einheiten plus einer wirklich starken 18 Einheiten Garnison. Dann schaffen wir es nicht mit dieser Legio hier Caralis einzunehmen. Nicht auf die Schnelle, aber wenn wir, nicht sofort, aber in der zweiten Wetterzeit, Jahreszeit, wenn wir dann Frieden anbieten und zwar zu unseren Bedingungen, wenn wir dann noch Geld von Karthago fordern, das ist auf jeden Fall mein Ziel, Frieden und Geld fordern, dann wird Karthago sich in Sicherheit wähnen. Sie denken, oh, das Rom ist zu schwach, Rom möchte hier keinen Frieden, Rom konzentriert sich auf andere Kriegsschauplätze. Aber weit gefehlt, meine lieben Römer. Wir werden dann alles vorbereiten. Ich bin mir sicher, sie werden mit ihrer Armee dann von Caralis wieder wegziehen, weil sie andere Kriegsschauplätze sich suchen. Dann wird Caralis wieder eine reife Traube, die gepflückt werden kann. Und wir können sie mit der nördlichen Armee angreifen und Richtung Süden gehen. So der langfristige Plan. Gleichzeitig, wenn wir Sizilien unter Kontrolle gebracht haben, können wir dann mit der Hauptarmee nach Karthago übersetzen und das erobern. Das ist ein Plan, allerdings kein Wahlversprechen, denn anders als bestimmte andere Kandidaten möchte ich keine Wahlversprechen machen, die ich nicht einhalten kann. Deswegen, was ich versprechen werde, ich werde Lilibion um jeden Preis erobern wollen. Das ist auf jeden Fall mein Ziel in meiner Amtszeit.
und dann meine Pläne, Karalis und Karthago zu erobern. Ob ich das in meiner Amtszeit schaffe, das weiß ich nicht, aber ich werde alles daran setzen, es zu versuchen, um hier dann die Dominanz zu erringen. Wir werden ja dann erstmal, wenn wir Frieden schließen, 10 Runden Frieden haben. Und jetzt kommen wir zu der Genialität meines Planes. Die 10 Runden können wir auch perfekt nutzen, um diese innere Instabilität, die wir nach Cornys zweiter Amtszeit haben, wieder wegzubringen und wieder für Stabilität und Ruhe zu sorgen. Ich werde hier die Legio, die dritte, weiter ausbauen, werde hier ordentlich Truppen rekrutieren und dann mit einer vollen Armee gegen diese Sklaven vorgehen und nach Norden marschieren und versuchen, sie zu besiegen. So, das heißt, wir haben hier unten im Süden alles geklärt. Ich werde weiterhin sehr gute Beziehungen mit Sparta und Athen führen. Langfristig, wenn wir hier die Germanen entdecken, möchte ich auch sehr gute Beziehungen mit den Germanen haben. Das sind wirklich treue Stämme und stolze Stämme. Und falls es möglich ist, werde ich auch hier gute Beziehungen im Illyricum führen. Mit wem ich allerdings keine guten Beziehungen führen werde, das sind die Stämme hier in Gallia Cisalpina. Denn man kann ihnen nicht vertrauen. Wir haben es schon gesehen, die Veneter, wir haben einen Diplomaten geschickt, der wurde verletzt. Die Veneter sind ganz klar unsere Feinde, auch wenn wir noch keinen Krieg haben. Wir können uns die politische Lage einmal kurz anschauen. Die Veneter sind derzeit nämlich im Krieg mit Ligurien und Dalmatien. Das heißt, es ist noch ganz gut in der Zeit, dass sich die beiden hier bekämpfen. Das ist gut für uns. Unsere Feinde schwächen sich gegenseitig. Für mich ist Ligurien und die Veneter sind beides Feinde. Aber einer von beiden wird obsiegen, das sage ich euch voraus. Und dann haben wir ein Problem. Dann haben wir nämlich eine starke Macht im Norden. Ich tippe mal eher auf die Veneter, die halte ich für die größere Gefahr. Also es kann sehr gut sein, dass die Veneter über Ligurien hier triumphieren. Dann haben sie hier zwei starke Provinzen. Oder sind Oberherren oder was auch immer und sind eine Riesengefahr und dann kann es sehr gut sein, dass sie hier mit Armeen an unsere Grenze ziehen, dann haben wir ein Problem. Das müssen wir immer im Blick behalten und darauf müssen wir auch vorbereitet sein. Das ist meine ganz klare Einschätzung, wie sich die Lage hier entwickeln kann. Ansonsten, Epirus ist auch noch eine Nation aus unserer historischen Vergangenheit, die uns schon immer gehasst hat und das wird auch nicht mehr besser werden. Entweder Epirus wird hier besiegt von seinen Feinden, dann ist alles gut. Es kann aber auch sein, dass Epirus uns noch den Krieg erklären möchte. Epirus sehe ich aber nicht als riesige Bedrohung an. Sie haben nicht mehr die Stärke, die sie einstmals hatten. Und da wir hier sowieso eine Armee rekrutieren, werde ich auch für alles vorbereitet sein. Falls Epirus hier aus irgendeinem Grund uns plötzlich den Krieg erklärt und Brundisium angreifen möchte, dann haben wir ja hier eine starke Legion, um dagegen vorzugehen. Gleichzeitig möchte ich natürlich weiterhin die zivilen Technologien erforschen, damit wir wirtschaftlich stark werden und, wenn es möglich ist, dann aber, nachdem wir wirtschaftlich stärker geworden sind, auch endlich mal in Richtung militärische Technologien zu gehen. Daran hat noch keiner gedacht. Das sollte man dann auch enden, eher gegen Ende meiner Amtszeit würde ich dann auch noch schauen, dass wir endlich auch mal militärisch wieder überlegener werden, weil das muss ja so sein, Rom als ganz klar militärisch überlegene Nation auf der Welt und im Mittelmeer. Gleichzeitig ist es, denke ich, sinnvoll, unsere Flotte weiter zu verstärken, bis auf 20 Einheiten. Das macht, denke ich, Sinn. Wir werden hier sicherlich noch mit weiteren Piraten kämpfen müssen und darauf müssen wir vorbereitet sein. Hier habe ich das Gefühl, die Piraten sind ja Feiglinge. Sie sind sehr geschwächt, deswegen werden sie nicht den offenen Kampf suchen. Sie werden sicherlich weiter bei uns plündern, aber sobald wir mit unserer Flotte versuchen, sie anzugreifen, werden sie fliehen. Langfristig müssen wir sie zerstören, wir brauchen aber den perfekten Moment. Deswegen habe ich auch entschieden für meinen Plan, dass wir die Flotte erst noch nutzen, um die Libyon zu erobern und erst danach dann auf die Jagd nach den Piraten gehen, die sicherlich Feiglinge, wie sie sind, immer wieder sich zurückziehen werden und fliehen werden. Aber ich hoffe, wir können sie dann bald stellen. Ich hoffe aber auch, dass wir hier unserem Admiral gute Fähigkeiten geben können, damit hier wir eine größere Reichweite zurücklegen können, um stärker und mächtiger zu werden. So, ich denke, ich habe fast alles gesagt. Wir werden natürlich auch weiterhin die Infrastruktur ausbauen, ganz klar. Wir wollen ja hier auch, dass die Wirtschaft stärkt und vor allem möchte ich natürlich, dass das Volk zufriedener wird. Als guter Verwalter und jemand, der auch die öffentliche Ordnung sehr schätzt, der dann einige öffentliche Spiele veranstalten wird, denke ich, sollten wir das aber alles in den Griff bekommen. Jetzt kann ich nur noch mal an euch appellieren. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, was ich ungefähr vorhabe und dass das alles Hand und Fuß hat. Ihr habt gemerkt, ich habe mir wirklich viele Pläne gemacht. Ich habe alles ganz genau überlegt und habe mir auch Gedanken gemacht, was geschehen könnte. Nicht nur, was ich tun werde, sondern was auch noch geschehen könnte.
und dass ich dann darauf auch wiederum reagieren muss. Ich hoffe, ihr merkt das, dass ich mir wirklich Mühe gebe und dass ich der richtige Kandidat bin für die dritte Amtszeit, um über Rom zu herrschen, durch euch und mit euch, mit dem Volke. Deswegen bitte ich um eure Unterstützung und um eure Wahl zum nächsten Konsul von Rom. Ihr findet, wie immer, die Beschreibung, die Wegbeschreibung zur Wahlkabine unten in der Schriftrolle. Begebt euch doch direkt dorthin und gebt eure Stimme für mich ab. Sagt das auch gerne euren Freunden, euren Verwandten. Ich würde sehr gerne hier siegen über Scipion, denn ich denke, in diesem Fall, in dieser wirklich schwierigen Lage, in der wir uns befinden, bin ich der bessere Kandidat im Gegensatz zu Scipion. Also, wählt mich und wir werden hier aus dem Chaos emporkommen wie der Phönix aus der Asche. Euer Gaius Julius Caesar.